Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin der Aramat Johannes Schlüter und ich möchte euch eine Ankündigung machen. Und zwar ein wunderbares Seminar zur Zirbeldrüsenaktivierung und Herzöffnung. Vielleicht habt ihr es noch nicht gewusst, aber wir haben in unserem Herzen einen Vakuumraum, einen wirklichen Hohlraum, so klein, ein Bruchteil eines Stecknadelkopfes. Dort ist echt luftleerer Raum und er ist umgeben von einer Muskulatur, das wird in der Medizin der Sinusknoten genannt. Und wenn du in diesen heiligen Raum des Herzens eintauchst, dann machst du Erfahrungen, wie du sie noch nie in deinem ganzen Leben hier gemacht hast. Du erfährst dich, den Ursprung deiner Seele und das ganze Universum. Hier ist alles aufgezeichnet, was du jemals in deinem Seelenleben erlebt hast. Und hier findest du alles wieder und wenn du immer hier eintauchen kannst, kannst du wirklich aus dem Herzen heraus leben. Dein ganzes Leben lang. Und dieser heilige Raum des Herzens, den kannst du entdecken. Du kannst ihn auf drei unterschiedliche Arten entdecken. Und einmal auf die männliche Art, indem du dich von oben hineingibst und dieses Feld, das diesen heiligen Raum des Herzens erschafft, ist ein Torusfeld. Es schaut aus wie ein Donut, ein elektromagnetisches Feld, wurde von Hartmut Institut von Stanford erforscht und gemessen. Und dieses Feld kannst du mit feinstofflicher Wahrnehmung gut sehen oder spüren und dich auf dieses Feld begeben, wie einen Kreisel hineintreten lassen und landest direkt im heiligen Raum des Herzens. Und dort machst du Erfahrungen der absoluten Stille, der absoluten Ruhe, der absoluten Intimität und zugleich der absoluten Verbundenheit mit dir selbst und mit allem, was ist. Wenn du immer wieder in diesen Raum eintauchen kannst, gestaltet das dein Leben vollkommen neu. Die zweite Art, dort hineinzugehen, ist die weibliche Art, mit deiner Intuition zu deinem Herzen zu gehen und dich ganz einfach auf deine weibliche Art hineinführen lassen. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Und die dritte Art hineinzugehen, ist über den sogenannten Hum-Punkt, den Geistpunkt des Herzens, eine kleine, sehr sensible Stelle an der Rückwand deines Herzens, die man normal nicht berührt, weil es etwas unangenehm ist, wie aufregend, eine andere Schwingung, es wird dort warm. Und wenn du auf dieser Stelle ins Herz hineingehst, landest du direkt im heiligen Raum des Herzens. Um das wahrzunehmen, um diese Intensität auch wahrnehmen und aushalten zu können, ist es sinnvoll, die Zirbeldrüse zu aktivieren. Ich sage dazu, das Leuchten der Zirbeldrüse, die Ausstrahlung. Die Zirbeldrüse ist eine kleine Drüse in unserem Kopf, im Zentrum hier, wenn man hineingeht oder beim dritten Auge zwischen den Augenbrauen hineingeht. Ganz in der Mitte des Kopfes ist diese Zirbeldrüse jetzt meistens nur so groß wie eine Erbse. Und die hat einen Hohlraum und hat auch eine Ausstrahlung. Durch das Nichtverwenden der Zirbeldrüse hat die Zirbeldrüse eine Kalkkapsel um sich gebildet, also eine Summe von Kalkablagerungen, die wie eine Kapsel wirkt und die Ausstrahlung behindert. Das heißt, wir haben nur mehr so eine Art Heiligenschein um den Kopf, unsere Kopfaura, aber diese scharfe Strahlung ist uns verloren gegangen. Es ist so, wie wenn man mit einem scharfen Gartenschlauch auf scharf gestellt durch ein Sieb spritzt, ist die Wirkung im Außen. Und das können wir wieder aktivieren nach einem Prozess der alten Mayas, den ich gelernt habe. Und diese Wiederaktivierung der Zirbeldrüse verstärkt deine Ausstrahlung, verstärkt dein inneres Sehen und du kannst im heiligen Raum des Herzens mehr und intensiver wahrnehmen. Mich würde es freuen, dich das zu lernen und das weiterzugeben.
Und es würde mich freuen, wenn du dabei eines meiner Seminare besuchst, aus dem Herzen leben und die Zirbeldrüse aktivieren. Du findest diese Informationen auf meiner Homepage www.lichtstrahl.org. Ich bedanke mich und würde mich freuen, wenn wir uns auf einem der Seminare sehen. Herzlichst, dein Aramat Johannes Schlederer.